Beim letzten Mal haben wir festgestellt, dass die Sim nicht dazu in der Lage sind, gute Geschichten zu schreiben. Willkommen zurück, meine lieben Freunde. Wir dagegen schreiben keine Geschichten, wir schreiben Geschichte. Ja, was, jemand hört zu? Was? Das hatte ich noch nie. Das Pilzmyzel, jemand hört zu. Eine Sorgfalt. Ich hatte bis jetzt jedes Mal, nur deswegen war ich so sorglos, dass niemand zuhört. Eine sorgfältige Analyse des Myzels und des Signals. Also wir hatten beim letzten Mal das Pilzmyzel gefunden, ne? Und ich habe halt relativ sorglos gedacht, so ja, also die können zwar senden, aber ich hatte noch nie das Event, dass jemand zuhört. Eine sorgfältige Analyse des... Ich wusste nicht mal, dass es das geben kann. Eine sorgfältige Analyse des Myzels und der Signale ergab, dass es wahrscheinlich Teil eines Netzwerks ähnlicher Organismen ist und sich möglicherweise über das gesamte Galaxie darüber hinaus erstreckt. Auch wenn wir mit unseren Untersuchungen noch ganz am Anfang stehen, haben wir zumindest entdeckt, dass dieses Myzel als Teil eines Netzwerks auch Signale von anderen Orten empfängt. Wir können uns nicht hundertprozentig sicher sein, doch in Anbetracht mehrerer Faktoren, einschließlich der übertragenen Datenvolumen, gehen wir davon aus, dass jemand das Netz aktiv nutzt und Informationen darüber entnimmt. Wir arbeiten bereits im Zuge der Spionageabwehr an einem Desinformationsplan und aktualisieren die Sicherheitsmaßnahmen im gesamten Reich, um diese Form der Spionage zu verhindern. Hä? Okay, jetzt bin ich auch mal gespannt, ob das noch irgendwo hinführt. Wir erforschen derweil hier gerade eben noch das titanische Leben. Der technologische Fortschritt schreitet auf Strubius weiter voran und die Industrialisierung führt die Gesellschaft zu neuen Höhen. Die jüngsten Durchbrüche in Ingenieurforschung hat das Transportwesen revolutioniert und alle der planetaren Einheit einen Schritt näher gebracht. Entgegen unserer Prognosen ist das jetzt eine vereinte Welt. Okay, der Wissenschaftler hat gute Arbeit geleistet. Die Bevölkerung hat ihre Ressourcen gebündelt und dem Wohlergehen der globalen Gemeinschaft Priorität eingeräumt. Der Lebensstandard steigt. Okay, bemerkenswert. Vielleicht lasse ich den Dude doch noch dort. Maybe. Es findet wieder eine Wahl statt, an der ich mich aber wieder nicht beteiligen werde. So, ihr... Ja, wir machen mal weiter. Ich bin gerade eben überrascht, dass das so gut läuft. Und ich bin immer noch am Überlegen, wohin das noch gehen wird mit der Tatsache, dass jemand zuhört. So, wir haben jetzt alle Erzexemplare von den Viechern gefangen. Das ist jetzt auch eine abgeschlossene Quest. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr wichtig. Oh nein. Ein Misserfolg. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Sehr, sehr mächtige Titane tun jetzt sehr, sehr böse Dinge. Oh, Kacke, oh, Kacke, oh, Kacke, oh, Kacke. Ja, wir brauchen mehr Armeen. Wir müssen da jetzt landen und es zurückerobern. Wir produzieren Truppen dafür. Ja, ist halt Glück. Ist halt random, ob es klappt oder nicht, ne? Muss man sich halt einfach darüber im Klaren sein. Verteidigung mit Supercomputer kommt hier hin. Nach wie vor versuche ich jetzt hier immer noch meine Flotte auf den Maximalwert zu bringen. Nahrungstechnisch sind wir super aufgestellt. Wupp, 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 wupp. Construction complete. Was mache ich eigentlich mit euch jetzt hier noch? Also das hier kann ich ja noch upgraden, aber ich muss auf jeden Fall dich hier auf die nächsthöhere Stufe bringen. ASAP, sobald es geht. Denn ich rechne damit, dass in kürzester Zeit wieder die blöden Besucher kommen und ich möchte es dieses Mal nicht haben, dass sie uns hier wieder Schmerzen bereiten. Wir haben Fossilien auf der Falami-Kolonie entdeckt. Versteinerte Überreste. Versteinerte Überreste von verschiedenen Spezies, die nicht auf dem Planeten heimisch zu sein scheinen, wurden in einer großen und abgelegenen Tal gefunden. Sie stammen alle aus der gleichen Zeit, mit einer Abweichung von einigen wenigen Jahrhunderten, vor etwa 3,6 Millionen Jahren. Jede dieser Spezies scheint sich in ihrer eigenen Biosphäre entwickelt zu haben und alle scheinen fühlend gewesen zu sein. Seltsamerweise zeigt jedes bisher gefundene versteinerte Individuum Anzeichen eines gewaltsamen Endes.
Ich muss mal gerade mal gucken, was machen eigentlich meine Forscher? Nicht sehr viel. Ich sage jetzt mal meinen Forschern, dass sie jetzt endlich mal anfangen sollen, archäologische Stätten und Anomalien zu machen. Der hier unterstützt das hier. Ich weiß gar nicht, was der hier macht. Der hier ist immer noch da. Nein, du kannst jetzt auch mal aufhören. Du machst jetzt hier auch mal archäologische Stätten und Anomalien. Ich habe sehr, sehr viele archäologische Stätten, ne? Die sollte ich jetzt mal abarbeiten. So, unser Verteidigungsminister hat einen Level-Up. Soll er in ein Invasor werden? Ein Beschützer? Oder ein Marschall? Naja, er ist ein Verteidigungsminister, dann wird er eher ein Marschall. Ganz im Ernst. Das macht am meisten Sinn, dass er ein Marschall wird. So, gemeinsam könnten die das jetzt eventuell schaffen. Mineralienverarbeitungshub. Sehr gut. Oh. Reichsgröße von Distrikten, Kosten für Distrikte. -30%. Hau rein! Boah, Baumethoden vergangener Wunder. Aber sichi doch, das wollen wir haben. Mhm. So, und jetzt muss ich mich zurückhalten. Damit ich das hier reinbauen kann. Nicht die Flotte zuerst verbessern, sondern jetzt erstmal unser Heimatsystem hier. Construction complete. Die müssen auch noch schnell dahin. Jedes bisschen können wir jetzt hier gebrauchen, um unsere Kolonie zurückzuholen. Was machen eigentlich die Sim so? Simsalabim. Ja, hey, es ist verdammt hart, gegen die Spionage zu betreiben. Sie sind schon wieder da. Wir wollen nicht bezahlen. Okay, versucht es doch. Ja, das... Ich wusste, dass es schnell gehen wird. Technology discovered. Ihr seht schon, warum mir das wichtig war. Oh Mann. Also dunkle Materie. Haben wir jetzt hier bekommen. Hm. Noch mehr Forschung aus dem All. Und sie haben es halt schon wieder geschafft. Ey, es ist zum Kotzen. Es ist einfach zum Kotzen. Diese miesen Heckenpenner, ey. Also. Wir haben jetzt hier 578. Wir werden die Armee landen. Und die titanischen Biester hoffentlich damit verjagen. Deploying Liberation Forces. Die sind ganz schön zäh. Da schwört mir jemand heimlich die Treue. Construction complete. Wer bist denn du? Ach, der da. Ja, wenn ich irgendwann mal die militärische Macht habe, da was zu machen, dann mache ich auch da was. Construction complete. Aber momentan mache ich da noch nichts. Da machst du nichts. Der abtrünnige Wissenschaftler festigt seine Macht. Wir haben alarmierende Berichte von der Oberfläche von Strobius erhalten, wo unser abtrünniger Wissenschaftler seine Macht offenbar gefestigt hat. Er hat einen feudalen Königreich... Was? Er hat einem der feudalen Königreiche Zugriff auf fortschrittliche Waffen verschafft. Ja, wir werden ihn jetzt entfernen. Wir werden ihn jetzt operativ entfernen. Ey, das ist so ätzend, dass ich das Ding nicht habe fertig bauen können, weil dann hätte es wahrscheinlich gereicht. Also, aber wir haben jetzt erstmal hier diese Invasion und dann können wir uns um diesen komischen Wissenschaftler hier kümmern. Ja, sieht gut aus. Das klappt. Ich meine, wenn es nach mir gegangen wäre, ich hätte sie nicht töten wollen, aber was willst du machen? Also, ihr geht jetzt dahin und werdet ihn jetzt hier rausholen. In den Orbit fliegen? Halt, nee, warte mal. Muss es ein Wissenschaftsschiff machen? Ich dachte, wir müssten militärische Schiffe machen. Ich verwechsel das immer wieder ganz, ganz gerne. Schuldeneintreiber, ja, ja. Ausgleichende Gerechtigkeit, vermisste Wissenschaftler. Es sind zwei Transportschiffe. Ja, wir müssen einfach dahin fliegen. Okay. Jetzt gehört uns auch Fen Habanis. Da bin ich Fan von. Entschuldigung.
bauen und gehen Klinik. Gut. Ja, ihr seht, wir machen hier einen Arsch voll Mineralien aus Jobs und Sozialforschung. Das sind die zwei Sachen, die wir hier reinbauen werden. Forschung und Mineralien. Dann kann ich hier die Archäostudien. Ach, das muss erstmal ein planetarer Außenposten sein. Ja, gut, das kriegen wir auch mit der Zeit hin. Das schaffen wir schon irgendwie. Gut, gut, gut. Machen immer noch genügend Mineralien, das ist fantastisch. Gibt es eigentlich irgendwo Arbeitslose gerade eben? Nein, das Reich funktioniert überraschend stark. Überraschend stark läuft das hier gerade eben. Initiating communications. Wer ist das? Ah! Künstliche Maschinenintelligenz hier. Unterwerfung vorschlagen. Ey, der Witz ist, die könnten sich unterwerfen. Geteilte Sensordaten. Ah, nee, ist aber minus 1000, weil in einer Föderation... Ey, das ist so lächerlich, dass halt einfach in einer Föderation reicht aus und sie machen halt einfach nicht mit. Das Problem ist halt einfach, eine Föderation zu zerschlagen ist halt einfach nicht so einfach. Die sind mir ebenbürtig. Und die sind mir nach wie vor überlegen. Aber die sind auf kooperativ eingestellt. Administrative Einblicke. Bin ich dagegen. Schaffen eines besseren Morgens. Bin ich dagegen? Da bin ich sogar dafür tatsächlich. Astralstudiennetzwerk. Bin ich auch dafür. Trost der Gefallenen. Bin ich dagegen. Arbeitnehmerrechte. Bin ich dafür. Fremdfinanzierte Freibeuterei. Bin ich tatsächlich dagegen. Sklavenhandel in organischen Wesen verbieten. Bin ich dafür. Nicht-Einmischung. Bin ich dafür. Gut. Wir haben unseren Standpunkt kundgetan. Galaktischen Rat gründen. Bin ich grundsätzlich dagegen. Ja, guck mal, zack, 3,6 wegen ihn hier. Aber es wird sich halt nicht ändern lassen. Der Galaktische Rat wird kommen. Er wird kommen. Ich will noch mehr Verschlüsselung. Oh, wer ist gekommen? Berühmtes Vorbild Yin. Die kriegerische Gestalt ist mit fortschrittlichen Waffen und Rüstungen ausgestattet und unsere Scans zeigen umfangreiche biologische Modifikationen und kybernetische Verbesserungen. General Yin, zu euren Diensten. Ich bin ein Abgesandter des numinosen Gleichgewichts. Meine Aufgabe liegt darin, die Bedürfnisse zu verteidigen, die Bedürftigen zu verteidigen. Gott, ich kann heute einfach wieder mal nicht lesen. Das Ende der Tyrannei herbeizuführen. Nehmt meinen Eid an und ich werde meine Waffen in euren Dienst stellen. Schaden an... Oh, das ist cool. Schaden durch Plattformen und Rumpfstärke. Kampfbreite Planetar. Als General wohlgemerkt. Armeeschaden. Ich brauche den aber ehrlich gesagt nicht. Nee, ich brauche den nicht. Ich lasse ihn weg. Das klingt doof, aber... Initiating communications. Ne, warum soll ich einen nehmen, den ich brauche? Ihr seid doch diese Hegemonie. Danke, aber nein, danke. Ich bin doch nicht hier, um mich gleich wieder versklaven zu lassen. Freunde. Also, wir sind vielleicht nur Kohlköppe. Aber so doof sind wir auch nicht. Ein Komet wurde gesichtet. Oh nein. Ja, 10% mehr Zufriedenheit. Das hier finde ich nach wie vor cool. Kann ich eigentlich hier noch mehr sammeln? Ich müsste eigentlich noch mehr sammeln können. Ich mache jetzt hier nochmal einen weiteren Sternhafen hin. Halt, nee, Quatsch. Ich mache bei Fenhabanus einen hin. Das macht viel mehr Sinn. Bei Fenhabanus mache ich einen hin. Wer levelt?
Sterfui, unser Lordkommandant. Feuerrate, Explosivwaffen. Boah, ja, das ist halt mega geil, weil wir haben halt fast nur Raketen, ne? Wir haben fast nur Raketen, das ballert schon. So, Kosten für Distrikte reduziert. Sehr gut. Dann als nächstes wäre... Ja komm, jetzt nehmen wir mal den Nachbrenner, auch wenn wir ihn nicht wirklich benutzen. Aber ich finde die Auswahl gerade eben eher so ein bisschen meh. Und jetzt kann ich das hier erforschen und den Typen jetzt hier rausholen. Damit hier nichts noch Schlimmeres passiert, was wir nicht haben wollen. So, du sicherst hier noch das da oben. Ein weiterer Level-Up findet statt hier bei meinem Wissenschaftler Slerhus. Nach Abschluss einer Erkundung, Forscher, ist der eigentlich im Rat? Ich muss das gerade eben mal überprüfen. Ja, der ist im Rat. Dann mache ich aus ihm einen Forscher. Gut. Und was ist das hier? Totes Land. Das befindet sich also hier. Ah. Oberflächenscans, also die inneren Echos. Oberflächenscans zeigen, dass der Planet von trockenem Flachland bedeckt ist. Weite Gebiete, die mit einer Schicht aus einem feinen staubigen Sediment überzogen sind. Die Analyse zeigt zudem, dass diese Sedimentspuren alles sind, was von den ehemals ausgedehnten Vegetationsflächen übrig geblieben ist. Diese sind offenbar unnatürlich rasch abgestorben und ausgetrocknet. Darüber hinaus sind viele der trockenen Stellen aufgebrochen und haben ein riesiges Höhlensystem direkt unter der Oberfläche freigelegt. Diese Vermessungsreise hat sich gerade zu einer Höhlenexpedition entwickelt. Boah, ich weiß tatsächlich gar nicht, was das für eine Ausgrabungsstätte ist. Zumindest jetzt nicht anhand dieses Teils. Finde ich immer wieder spannend, wenn ich es mal nicht weiß. So, hier bauen wir jetzt auch nochmal ein bisschen mehr Verteidigung rein. Und hier machen wir das später auch noch. Na, ich sichere jetzt erstmal die Grenze dort, wo ich glaube, dass wir angegangen werden können. Also wir haben eigentlich nur 4 Zugangspunkte. Shuttle-Abschluss auf Strobius 4. Oh nein, während einer Geheimmission auf der Oberfläche von Strobius 4 wurde eines unserer Shuttles von einem Geschwader Atmosphärenjäger eines örtlichen Nationalstaats abgeschossen. Der Antrieb des Shuttles wurde von einem Glückstreffer mit einer Rakete ausgeschaltet, woraufhin das Shuttle in einem entlegenen Wildnis abstürzte. Wenn wir etwaige Überlebende retten möchten, bevor wir die barbarische Zivilisation die Absturzstelle erreichen, müssen wir rasch handeln. Wir wurden allerdings jetzt auch entdeckt. Okay. Wir waren bei unseren Einsätzen im Strubi-System zu unvorsichtig und haben uns kaum die Mühe gemacht, unsere Aktivitäten zu verbergen. Trotz einer bescheidenen technologischen Niveaus hat sogar Ronto Social von unserem Treiben Kenntnis genommen. Ein Erstkontakt ist unvermeidlich. Die sind Pazifisten, fanatisch, spiritualistisch. Ah, da seid ihr ja. Wir haben lange darauf gewartet, dass ihr Kontakt zu uns aufnehmt und nun beschlossen, den ersten Schritt zu tun. Wie geht es nun weiter? Wir werden Ordnung in euer chaotisches Leben bringen. Nein, das machen wir nicht. Wir sind uns ähnlicher, als ihr denkt. Cool. Die sind jetzt da. Ich werde ihnen aber definitiv nicht... Okay, immerhin haben wir... Cool, wir haben aber erfolgreich diesen Typen jetzt rausgeholt. Wir haben den abtrünnigen Wissenschaftler erfolgreich von Strobius 4 extrahiert. Leider wurden dabei hunderte von Einheimischen der barbarischen Zivilisation niedergeschossen, als sie sich im vergeblichen Versuch, ihren Gott zu befreien, unseren Truppen zu Selbstmordangriffen entgegenwarfen. Der Wissenschaftler wird sich nun unserer Gerichtsbarkeit stellen, doch diese Ereignisse müssen einen gewaltigen Einfluss auf die Zivilisation des Planeten gehabt haben. Sie besitzen immer noch Teile unserer Technologie und die Gottheit wurde gerade von Invasoren von den Sternen weggezaubert. That's an issue. Und jetzt brauche ich einen Wissenschaftler, um das Shuttle noch zu bergen. Aber wisst ihr, was das Problem ist? Das ist doch jetzt völlig irrelevant. Ich meine, die haben mich schon entdeckt. Eigentlich müsste ich sie jetzt einfach invadieren und ihnen quasi meinen Willen aufzwingen. Also im Sinne von quasi meine Ideologie. So von wegen, ha, Religion, ja, ihr seid fälschlich religiös geworden. Ihr wisst schon, ne? Denn das war ja Fake. Das hätte er nie tun dürfen. Also quasi mit mehr Peitsche als mit Zuckerbrot ihnen die Wahrheit sagen. Wir sind scheinbar nicht die Ersten, die den Trümmergürtel von Nikalor-System entdeckt haben. Wir haben die Raumschiffe aufgetan. So klein, dass unsere Forscher es als Weltraum
Hütte bezeichnet haben, dass die Überreste eines einzelnen Toxoiden sowie die beträchtliche Anzahl von Datenkristallen enthält. Das ist, glaube ich, ein anderes Teil. Das ist, ja, das ist ein anderer. Eine andere Ausgrabungsstätte hier. Hier oben. Dem Zerfallsprozess nach zu urteilen, ist der Toxoide vermutlich erst vor wenigen Jahrhunderten gestorben. Jo. Also für mich ist es halt einfach das Ding, wie gehen wir mit denen um? Technology discovered. Der Galaktische Rat wurde gegründet. Ich finde das nicht gut, dass sie so religiös sind. Ich finde das gar nicht gut. Der Witz an der ganzen Sache ist, ihr seht, na, ich kann denen nicht wirklich einen Krieg erklären oder sowas in der Art und Weise. Gesellschaftliche Führung anbieten, das wollen die nicht. Technologische Technologie bereitstellen, Wirtschaftspakt. Ja, sie sind halt immer noch im Maschinenzeitalter, also quasi industrielle Revolution. Vielleicht finden sie ihren Weg zur Vernunft noch. Nachbrenner. Ich werde, wie gesagt, von den Roboterarbeitern Abstand halten in diesem Playthrough. Nehmen wir mal die Autokanonen. Wir nehmen Le Autokanone. So, jetzt ist das Ding hier mal ein bisschen tougher. Und ich hoffe, es bleibt auch tougher. Störfeldgenerator. Nee, wir nehmen hier die Verteidigungsnetz-Supercomputer. Wie gut ist jetzt die Verteidigung von dem Teil? Immerhin fast 10k. Also, noch mehr Militarismusanziehung. Was nehmen wir denn als nächstes? Geben und nehmen. Egalitär, nein. Konditionierte Führung. Noch mehr Erfahrung für unsere Anführer. Her damit. Ganz im Ernst, ich mag wirklich, was sie gemacht haben mit den Anführern. Ich finde, das ist wirklich mal eine Bereicherung. Wollte ich mal so einstreuen. Aha, administrative Einblicke werden zu einer Notfallmaßnahme. Interessant. Wie notfallhaft kann das wohl werden? Ganz im Ernst. Bergbauwelt. Automatisiert. Dann wissen wir schon, was das jetzt hier wird. Beziehungsweise, wir könnten natürlich jetzt hier auch... was können wir denn hier alles noch machen? Es gibt hier so viel, was hier im Wege rumliegt. Nee, das machen wir später. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir Artefakte ausgraben, will ich eigentlich erst später in die Tat umsetzen. Ich will, dass die Bergbaudistrikte... die Staubernte-Fallen jetzt hier freigeräumt werden. Das will ich hier freischalten. Genau. So, Dele. 1100. Was? Eine Föderation wurde gegründet. Und ich bin schon wieder nicht Teil davon. Ich muss gleich mal gucken, wer das war. Aber vorher... erhöhen wir unseren Handelswert. Also, wer hat jetzt eine Föderation gegründet? Bitte nicht ihr. Gott sei Dank nicht. Bitte nicht ihr. Gott sei Dank nicht. Das wäre schlimm gewesen. Die auch nicht. Die haben eine Föderation. Das ist eine galaktische Union? Nein! Nein! Hä? Och, bitte nicht schon wieder so eine Scheiße. Aber warum sehe ich die nicht? Warum sehe ich die nicht? Och, come on! Das ist wirklich, wirklich schlecht. Oh Gott, wie schlecht das ist.
Ja, ich sehe es bei denen nicht, aber ich sehe es bei meinen direkten Nachbarn. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, wer ist da alles mit drin? Die Minima, die Dingens, die Ur-Democratic World und. Also sind aber alles so richtig ab. Ey, es ist schon wieder dieselbe Scheiße. Es ist schon wieder dieselbe Scheiße. Es ist bloß, dass es dieses Mal eine Allianz ist. Oh, vernetzte Hyperraumrelays. Ja, wir holen uns die Hyperraumrelays. Okay, das ist jetzt wirklich, wirklich Kacke. Ah, ich kann jetzt hier nur noch kleine Orbitale machen. Aber tatsächlich, hier lohnen sich die eigentlich fast gar nicht. Weil ich habe ja nicht vor, irgendwelche Mineralien hier abzubauen. So, Archivierungsarrays der Liga der Ersten. Giftiger Sumpf wollen wir noch wegmachen. Meine Güte, nervt mich das. Oh, das nervt mich richtig, richtig hart. Oh. Das Reich kann nur ein Gebäude dieses Typs unterstützen. Ja, aber ich mache das trotzdem hier rein. Das hier wird meine Haupt Dingenskirchenswelt, wenn ihr mich fragt. Meine Haupteinigkeitswelt. Muss man sich ja fast doch dieser scheiß Hegemonie anschließen und sie übernehmen. Wisst ihr, was ich meine? Dann müssen wir selber zum Übel werden. Oder. Warte mal, wenn ich jetzt hier denen hier den Krieg erklären würde. Ja, dann wären die halt alle dabei. Ach du Kacke. Loyalitätskrieg. Ey, das kannst du halt einfach nicht gewinnen. Oh Gott, oh Gott. Also wir brauchen sehr viel mehr Power. Special Project complete. So, wir haben den überlebenden Agenten jetzt hier gerettet. Wir brauchen sehr, sehr viel mehr Power. Wenn ihr mich fragt. Uffs. Hier ist kein. Ah, okay, nee, dann. Ich dachte, hier wäre noch der Nebel bei Fen Habanis, aber der ist hier nicht mehr. Hier ist halt noch Nebel. Ja, dann machen wir es hier hin. Ich wollte da noch mehr Nebelraffinerien haben. Block erklärt. Technology discovered. Kybernetik, okay. Also das ist schon wieder ein Downer, dass die jetzt halt hier schon wieder Freunde gefunden haben. Aber das habe ich mir auch ein bisschen selber zuzuschreiben, ne? Ich habe sie in die Arme von den anderen getrieben. Die sind mir immer noch unterlegen. Ja, ab jetzt seid ihr doch Feinde. Ihr seid Feinde durch und durch. Ich muss mehr über sie erfahren. Wir machen jetzt hier Mittelbeschaffung. Ein weiteres Orbital wurde errichtet. Dieses Mal natürlich ein kleines. Ah, jetzt kann ich doch ein riesiges Orbital noch machen. Ich dachte doch schon, dass das eigentlich gehen müsste. Ich hatte, glaube ich, nicht genügend Mats. Eieieiei. Ey, ich sag's euch, Leute. Das ist uncool. Also, das ist wirklich uncool. Die sind dabei, die sind dabei, die sind dabei. Wer ist noch dabei? Ich muss mal gerade eben einen Überblick schaffen. Ja, bei denen sehe ich das jetzt hier wieder mal nicht. Bei diesen Miesepedern. Die da sind noch mit dabei. Also die. Sind das die vier oder sind es noch mehr? Minimal. Die Hirren. Stimmt, die Hirren muss ich auch nochmal gucken. Also ist der gesamte Block da unten. Mit Ausnahme von denen. Hallo Maschinen. Technology discovered. Die sind allerdings. Von denen ein Bollwerk. Und ihr seid die,
Unterwerfung vorschlagen, Defensivabkommen. Ja, da haben wir halt einfach keine ausgezeichneten Beziehungen. Wir hatten das mal. Ich mache jetzt doch mal wieder nicht Angriffsversprechen mit denen. Ich muss irgendwo ja noch eine Allianz herbekommen. So, neue Technologie, Autokanone, Reaktivpanzerung, klingt nach einem guten Plan. Lasst uns über Plasmatriebwerke nachdenken. Beim nächsten Mal geht's weiter. Ach Gott, es ist ein Dämpfer, ey. Ist das ein bitterer Dämpfer, den wir hier gerade eben erfahren haben. Oh mein Gott. Okay, Leute. Beim nächsten Mal geht's weiter. Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit. Tschüss und Ade.